Hi Leute und herzlich willkommen am Lake Parson Bunch. In 3 Tagen ist es soweit und die Evergreen Belly Boat Challenge geht in die 3. Runde. Der Vorteil bei dieser Veranstaltung ist einerseits für uns, dass wir einen gewissen Überblick bekommen, wie der Bestand sich in unseren Gewässern entwickelt hat, und natürlich für euch, dass ihr coole Sachpreise von der Firma Evergreen gewinnen könnt. In diesem Zuge möchte ich mich auch für die Unterstützung bzw. für das Sponsoring der Firma Evergreen International und Firma Plus Fishing recht herzlich bedanken. Aber kommen wir zum Event selber. Es wird so sein, wie einige von euch wissen es ja, wir waren ja schon bereits das letzte Jahr dabei, dass der Treffpunkt um 7 Uhr bei der Shell-Tankstelle Abfahrt Grafenwörth ist. Da wird das Ganze so sein, dass der Peter und ich euch abholen und dann geschlossen in die Anlage hineinbringen. Hier habt ihr dann ausreichend Zeit, euer Equipment zu präparieren, und es gibt auch vor Ort einmal ein kleines Frühstück. Um 9 Uhr wird es dann so sein, dass die ganze Veranstaltung startet. Geht dann bis 16 Uhr das Ganze, und von der Wertung her schaut das Ganze so aus, ihr könnt das auch gerne nochmal nachlesen auf unserer Homepage, ist, dass der größte Hecht und der größte Barsch pro Teilnehmer gelten. Da werden eigentlich die Zentimeter dann addiert und die ergeben dann die entsprechende Wertung. Punkto Hechten würde ich euch bitten, dass ihr also entweder Stahl, Titan oder, wenn es Flugcarbon, Vorfächer verwendet, im Durchmesser von 0,60 aufwärts. Und wenn es zum Beispiel auf Barsch fischen darf, könnt ihr natürlich die feinere Klinge ansetzen. Aber bedenkt, gerade im Frühjahr ist so, oft wenn man auch mit kleineren Ködern arbeiten tut, steigt oft ein oder andere kapitale Hecht ein, und das war halt extrem blöd, wenn es an den Fisch wegen einem zu dünn gewählten Vorfach verliert. Weiters würde ich euch bitten, gerade beim Hechtenfischen eine entsprechende Lösezange mitzunehmen. Und ein Kescher. Kescher einfach aus dem Grund heraus, es wird so sein, es sind stets am Wasser 2 Wertungsboote draußen, was, wenn ihr einen Fisch habt, kriegt so ein kleines Signal, fahren, ihr hebt es einfach, dann kommt das Boot zu euch, vermisst den Fisch und tut dann einen dementsprechend für euch in die Wertungsliste aufnehmen. Aber es ist halt gerade oft so, bei 20 Teilnehmern, was wir haben, wenn die 2 Boote gerade in Einsatz sind, könnt ihr im Kescher einfach kurz den Hechten oder Barsch zwischenhältern, bis das Boot zu euch kommt. Eines, was ich euch auch noch empfehlen würde, ist das Mitnehmen von Maßband. Einfach 10 Gründe heraus, wenn ihr zum Beispiel jetzt schon ein paar Hechten oder Barsche habt und der euch nicht sicher seid, okay, ist der größer als mein hervorgehender, könnt ihr da eigentlich am klar abmessen, wenn er kleiner ist, wieder ratzfatz zurücksetzen das Ganze. Weiters würde ich euch empfehlen, bei der Veranstaltung selber Schwimmweste zu wählen, weil man weiß ja nie, was passiert, und es war halt extrem blöd, wenn es uns einer beim Event absaufen darf. Na, wie gesagt, sonst, die Veranstaltung geht bis 16 Uhr. Um 16 Uhr wird es so sein, dass wir uns dann vorne alle einfinden bei der Hütte. Da gibt es ein gemeinsames Essen für alle und gefolgt von der Preisverleihung. Ja, das ist eigentlich soweit das Ganze zu einer Veranstaltung selber. Für alle von euch, die das Ganze mitverfolgen möchten, ist, dass wir auf unserer Anglerwelt-Facebook-Seite mehr oder weniger eine Live-Schaltung machen werden, permanent mit Fotos und mit Videos, und da könnt ihr das Ganze ein bisschen mitverfolgen. Für alle, was von euch an der Veranstaltung teilnehmen, wir freuen uns schon, das Wochenende mit euch gemeinsam verbringen zu dürfen, und ich wünsche euch schon mal vorab ein dickes Petre.